Liebe Berlinerinnen und Berliner, hier sind die Stände Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Unterschreibt unser Volksbegehren bitte ab jetzt. Thank you.
Ganz viele sind. Und dass wir laut sind, diese ganze Demo, die geht ja auch schon ein paar Tage. Und das ist halt wichtig, weil es ist unsere einzige Möglichkeit, halt sichtbar zu werden. Und wir werden sehen, was es bringt. Aber heute ist der Platz ist jetzt schon voll! Ja.
heute hier mit uns auf diesem Platz steht. Und ich kann, ihr könnt wahrscheinlich nicht alle Leute sehen, die heute hier sind. Auch wir können nicht alle Leute sehen, die heute hier sind. Es sind noch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland und in Europa und sogar in Kanada heute an diesem Ja, auf jeden Fall. Wir sind seit Monaten Hauptthema in Berlin, aber auch über Berlin hinaus. Und es hat schon verschiedene Diskussionen stattgefunden. Die Politik ist unter Druck und bemüht sich jetzt auch sehr, diese Lösungen in anderen Bereichen, in diesem Wahlsinn zu begegnen. Wir finden die Lösungen nicht weit genug, aber auf jeden Fall ist einiges hier in Berlin. Haben Sie das Gefühl, dass auch schon bei den Investoren? Es gibt eine gewisse Verunsicherung bei spekulativen Investoren. Sie wissen nicht mehr, ob ihr Risikokapital in dieser Stadt dann sicher ist. Und das ist auch eine der Ziele unserer Bewegung. Wir wollen, dass diese Spekulanten das Spekulativ verstehen. Und wir sagen, wir setzen nur auf Zeit. Wir bestimmen selbst Letzte Frage, München hat ein Riesenproblem, wie Berlin auch. Wir wollen eine Stadt, in der sich alle Menschen wohlfühlen können. Eine Stadt, die bezahlbar ist, in der Menschen unabhängig von Einkommen, Herkunft oder Identität ein gutes Leben führen können. Aber es sind
einer Stunde läuft. Das war das Ende. Ich glaube jetzt.
Diese Seele von Solidarität gibt uns Mut, uns zu widersetzen und zu kämpfen. Für eine solidarische Stadt, in der Sozialgerechtigkeit das höchste Gut einer Gesellschaft ist. Wohnen ist Menschenrecht. Wir bleiben alle. Und Herz statt Profit. Unsere Demonstration. Hallo? Unsere Demonstration endet heute in der Nähe der Arena Treptow, wo wir den Berliner Immobilienkongress nochmal richtig auf die Pelle rücken mit einer großen Abschlusskundgebung und einem super Programm. An vielen Orten dreht sich die Berliner Mietpreisspirale und die Berliner Immobilienmesse ist einer davon. Hier kommen Immobilienkonzerne, Finanzdienstleister, Bauunternehmen und Anwaltskanzleien zusammen und bieten Dienstleistungen rund um den Kampf, um den Kauf von Wohnungen und Häusern an. Die Messe profiliert sich als Anlaufpunkt für Häuslebauer. Grundlegende Kenntnisse für den Erwerb von Immobilien sollen vermittelt werden. Zielgruppe der Messe sind Menschen, die angeblich nicht primär nach Profit streben, sondern nur in ihrer eigenen Wohnung leben wollen oder diese als finanzielle Absicherung erwerben möchten. Doch dieser Weg, den immer weiter steigenden Mieten zu entkommen, ist nicht für alle und nur für sehr wenige bezahlbar. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in dieser Stadt kann sich kein Wohneigentum und schon gar keine Immobilie als Altersvorsorge leisten. In unseren Kiezen ist die Verdrängung in vollem Gange. Viele der Aussteller auf der Berliner Immobilienmesse sind Akteure dieser Verdrängung. Durch ihr Handeln können sich immer weniger Menschen ihre Wohnung leisten. Mieten steigen immer weiter. Menschen werden mit Hilfe von Staat und Polizei aus ihren Wohnungen geklagt und falls sie Widerstand leisten, auch zwangsgeräumt. Einer der Aussteller ist die Accentro Real Estate AG, die sich selbst als marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland beschreibt. Worauf diese Aktiengesellschaft hinarbeitet, zeigt sich gerade in der Torstraße 225-227 in Berlin-Mitte. Dieser Häuserkomplex wurde im Sommer 2017 von Accentro gekauft. Berichten eines Mieters zufolge stehen fast 40% der Wohnungen leer. Accentro plant Luxussanierungen und den Einzelverkauf der Wohnungen als Apartments im Luxussegment. Eine Mieterinneninitiative, die dieses Vorgehen im Februar diesen Jahres kritisierte, wurde von Accentro mit Unterlassungsklagen bedacht. Und während Accentro an 13 Standorten in Berlin Wohnungen als Kapitalanlage bewirbt, bieten sie an nur 4 Standorten Wohnungen an, die tatsächlich zum Selbstbezug gedacht sind. Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, hier nur die Aussteller dieser Messe zu kritisieren. Sie sind zwar Akteure der Verdrängung, aber nicht die Erfinder der kapitalistischen Logik, die Wohnraum zu einer Ware macht. Das Recht von Menschen, weiter in ihren Wohnungen und Kiezen leben zu können, wird von der Politik und von den Gerichten geringer gewertet als das Bedürfnis jener, die ihr Kapital vermehren. Solange sich daran nichts grundlegend ändert, werden die Mieten weiter steigen. Solange Profitinteressen über dem Recht auf Wohnraum stehen, werden Menschen immer wieder aus ihren Wohnungen und Kiezen verdrängt werden. Die Eröffnungsrede der Immobilienmesse wird gemeinsam von der Bausenatorin Katrin Lomscher und der Geschäftsführerin der BFW Berlin gehalten, einer Lobbyorganisation für Immobilieneigentümer. Fast 90% der BerlinerInnen leben zur Miete. Es wäre die Aufgabe der Politik, diese vor Verdrängung zu schützen. Stattdessen
Stattdessen kollaborieren die PolitikerInnen mit den Akteuren der Mietenexplosion. Auch nach 2,5 Jahren Rot-Rot-Grün steigen die Mieten in absurde Höhen, werden Menschen immer noch verdrängt, werden immer noch zwangsgeräumt. Weder die InvestorInnen noch die Politik werden versuchen, die von ihnen versuchten Probleme zu lösen, wenn wir sie nicht dazu zwingen. Deshalb müssen wir selber dafür kämpfen, dass unsere Städte wieder uns gehören. Den Menschen, die in ihnen leben und sie zu dem machen, was sie sind. Danke. Vielen Dank an das Mietverhandlungsbündnis für den ersten Redebeitrag. So, es geht gleich weiter. Als erstes möchten wir nochmal ansagen, es gibt heute 2 Volksbegehren, für die man unterschreiben kann. Das eine ist das Volksbegehren in der Rummelsburger Bucht. Ein stadtbekannter Mieter namens Padovic will in der Rummelsburger Bucht Meerestiere einsperren und ein Aquarium bauen. Doch es gibt Anwohnerinnen und Bewohnerinnen dieser Stadt, die sagen, wir wollen anstatt einem Aquarium lieber bezahlbaren Wohnraum, Kita-Plätze, Schulen oder andere dringend benötigte Dinge. Also wenn auch ihr, so wie wir, der Meinung sind, dass dort Wohnungen gebaut werden sollten anstatt einem Aquarium, dann unterschreibt dieses Volksbegehren. Die Leute laufen hier mit Klemmbrettern und an den Infoständen herum. Genau, dafür lohnt es sich zu unterschreiben und wenn ihr gleich dabei seid, leistet noch eine 2. Unterschrift. Und zwar für das Volksbegehren, das heute startet. Deutscher Wohnen und Co. Enteignung! Ja, und das ist ja erst